Und ich glaube, jeder andere sagt einfach, Junge, warum klebst du einen Arschgeweih auf den kompletten Kotflügel? Werden tatsächlich alle in euren Besitz übergehen? Auch das da? Auch das da. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir hier drunter. Ihr kriegt auf jeden Fall die Teile. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Sonne. Sonne ist da, ist aber trotzdem kalt, ne? Mhm. Du im T-Shirt, schön. Sieht gut aus. So wie unser Taichani. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Gefällt's dir? Ja, doch. Ich muss sagen, ich glaube, das gefällt nur Leuten, die die Porsche-Historie kennen. Ne? Die Stimmt. Eben Ende der 90er auch Motorsport-Fans waren und so weiter. Und ich glaube, jeder andere sagt einfach, Junge, warum klebst du ein Arschgeweih auf dein Auto? Dann sage ich, du hast keine Ahnung. Aber ich hole dich gerne ab, ist kein Problem. Ne? Also ich finde es cool. Mir gefällt er. War ja auch meine Idee. Wäre jetzt auch scheiße, wenn ich sagen würde, gefällt mir nicht. Das stimmt. Ja. So, also wir sind bei Phoenix heute. Wir gucken mal so ein bisschen. Miss Pushrod ist endlich wieder da. Die war ja lange unterwegs. Im Container und so weiter. Folie ist leider runter. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, das zeigen wir euch. Was aber viel, viel wichtiger ist, die ganzen schönen Teile, die wir euch versprochen haben, die sind da und die gucken wir uns jetzt mal an. Habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Und die Räder vom Cup-Auto sind lackiert. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Also hier ist einiges am Start. Guck mal, hier ist schon das Wägelchen mit den kaputten Teilen. Da gucken wir gleich in Ruhe. Musik. Ja, das ging noch hier irgendwo. So, Schluss mit lustig. DJ hat Feierabend. Hier stehen die wunderschönen Wochenspiegel Ferraris. Kann schon sagen, sexy. Ne? Schöne Autos. Und gehen gut. Mhm. Gehen gut. Guck mal, Charlie ist auch da. Hallo Charlie. Hallo. Na, alles im Griff? Du hast rein. Schön. Ja, Miss Pushrod ist zurück. Das Einzige, was geblieben ist, ist viel Carbon und neongelber Heckflügel. Ne? Und hier das hier, die Spiegel und die Flaps vorne. Die sind aber gerade weg. Ja, ansonsten ziemlich nackig. Mhm. Ne? Ja, Miss Pushrod fährt im Le Mans Cup mit zwei anderen Jungs. Phoenix setzt das ein, klassisches Kundensportprogramm. Und dann natürlich noch der Duquesne, auch im Weißdruck-Design, quasi genauso wie die Ferraris. Fährt auch Le Mans Cup, also die beiden Autos werden von Phoenix eingesetzt. Aber wir haben zu viele Überschneidungen mit dem Porsche Carrera Cup, deswegen leider kein Le Mans Cup für uns. Hättest du dich gefreut? Ja. Ja? Das wäre schon geil gewesen. Also ich muss sagen, jetzt auch als ich mir die Inboard-Aufnahmen nochmal angeguckt habe aus dem letzten Video, vorletzten Video, das war schon geil. Das hat schon echt extrem viel Spaß gemacht. Also ist auf jeden Fall das Ziel, da wieder zurückzukommen. Weil das ist schon geil. War geil. Auch die Emotion auf der Strecke war halt krass. Das Racing und so, das Auto hat mir auch echt gelegen und das war also gerade so Dubai oder auch Yas Marinas, bis ich einen Knutscher gekriegt habe. Auf Dubai, bis du einen Knutscher bekommen hast. Ja, auch da. Aber es war wirklich. Die Pace war da. Ja, ja, es hat auch mega Spaß gemacht. War echt geil und geiles Auto und echt mega, mega cool. Und ich hoffe, dass wir das auch nochmal wieder machen können. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier die Teilchen an. Feinstes Carbonara. Ist ja noch ganz, das ist ja langweilig. Ja, das ist fast ganz, das ist ein bisschen langweilig. Ist auch kein wirkliches Iron Force Design zu erkennen, aber hier zum Beispiel, das wird dann schon besser. So. Also ihr seht, ne? Feinstes Carbonara, alles ziemlich gesplittert und im Eimer, aber Originalteile, ne? Guck mal hier. Also, wir haben echt schöne, 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 schöne Sachen. Guck mal hier, oder? Obere Teil vom Kotflügel sozusagen. Hier haben wir noch mehr. Hier haben wir noch einen ganzen, kompletten Kotflügel. Und die Sachen werden tatsächlich alle in euren Besitz übergehen. Auch das da? Auch das da, ja. Also hier die komplette Nase, also wirklich sehr, 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 sehr geile Sachen.
Ich muss noch überlegen, wie. Also bei den großen Sachen, da fände ich schon schön, wenn wir, ja, wenn wir da ein bisschen Kohle zusammensammeln können, vielleicht für ein gemeinnütziges Projekt irgendwie was Schönes, da suchen wir uns was Cooles aus. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mal hier drunter, würde mich echt freuen. So, dass halt auch jeder die Möglichkeit hat. Genau, ich stelle mir das so vor, dass man vielleicht irgendwie so ein Lossystem macht. Los kostet, was weiß ich, 5 Euro, kann wirklich jeder mitmachen. Und dann gucken wir einfach, dass wir so viele Lose wie möglich verkaufen können. Das gleiche gilt auch hier für den Kotflügel vorne links. Der ist noch intakt, oder? Ja, nee. Nee, nicht mehr so richtig. Also auch da hat einer reingebissen, ist nicht mehr intakt. Aber macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß. Ja. Also, ich meine, das ist ja mal das Ding hier. Aber das wird sich auch in meinem Wohnzimmer gut machen. Du hast keinen Platz. Nur doch. Ich hab Platz. Vielleicht kaufe ich auch ein Los. Nein, das wäre echt gemein. Echt geil. Ich muss mal überlegen, vielleicht, ob wir es so lassen oder vielleicht auch die beiden Teile einzeln. Da muss ich noch überlegen. Das ist schon ein Mörderding. Ja, da müssen wir ein paar Sachen müssen wir noch ausbauen hier. Aber im Großen und Ganzen bleibt das so. Und es sieht einfach auch geil aus. Ich glaube, ihr werdet euch freuen. Und hier diese kleinen Teile, die werden wir irgendwie klassisches Gewinnspiel werden wir daraus machen. Also ihr kriegt auf jeden Fall die Teile wie versprochen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, sorry dafür. Wie lange war der Koffer jetzt unterwegs? Charlie, wie lange war der Koffer jetzt unterwegs? Ich glaube, alles um allen 7 Wochen. Wie lang? 7 Wochen fast. 6,5 Wochen ungefähr. Also, Asia Le Mans, ihr wisst, das war ja Ende Januar, Anfang Februar. Oder was? Februar, Mitte Februar. Ja, so war's, genau. also es war Anfang Februar bis Mitte Februar. Wir hatten ja relativ viel Kleinholz. Dann alles in Container nach Antwerpen, theoretisch. Und diese Tour hat dann 7 Wochen gedauert. Heißt, die Phoenix-Jungs mussten nach Antwerpen in Hafen Container leer machen in LKW, von da aus direkt nach Barcelona, da das erste Rennen mit Miss Pushword, deswegen auch kein wirkliches Design. Und ja, jetzt ist das Schätzchen hier und jetzt wird hier quasi nochmal wild revidiert und gemacht und getan. Ja, und an der Stelle auch nochmal Dank an Ernst Moser, der uns quasi freundlicherweise diese ganzen Teile hier auch tatsächlich verlosen lässt. Finde ich geil. Und ich, wie gesagt, glaube, ihr freut euch. Es geht alles an euch für den geilen Support. Das muss sich ja auch mal lohnen, ne? Ja. So. Haben wir wieder alles zusammengeräumt. Also wie gesagt, diese wunderherrlichen Herrlichkeiten hier wird es dann in Kürze geben. Und ja, ansonsten hier übrigens mal Karosseriewagen, wie man sich das vorstellt. Ein paar Carbontüren, Frontschürze, Fronthaube, ne? Radhäuser, alles am Start. So sieht das aus. Hier von dem zweiten Ferrazzi. Wenn ihr euch fragt, wo die ganzen Teile immer so rumliegen, wenn die Autos komplett zerlegt sind, hier vom Audi, der VLN gefahren ist. So, dass man in der Werkstatt keinen Platz mehr hat. Ja, ist natürlich auch momentan ein bisschen voll. Ne? 2 Ferraris, 3 R8 GT3, 2 Cup-Autos, 2 LMP3-Autos. Ich weiß gar nicht, wo das LMP2-Auto ist. Das ist wahnsinnig, das war nur geliehen. Ja? Achso, okay. Ja, also trotzdem viel. Ne? So, und jetzt? Das ist ein schöner Flügel jetzt. Ja, das ist ein schöner Flügel. Der Flügel hat quasi nicht die gleichen Farbe wie die Räder. Aber jetzt zieht euch das mal an. Ich glaube, wenn man das anders. Porn. Viel Spaß. Freunde der Sonne. Ist geil, oder? Mhm. Ist doch geil. Musik? Jetzt muss ich mal kurz die Musik abdrehen. Das Fernsehen ist schon wieder da. Ja, Tagesschau. Nix. Ich
Ich muss nur kurz die Musik ausmachen. Warum? Weil sonst kriege ich Ärger mit YouTube. Ah. Bei dir? Oh, die Welt ist sehr anstrengend, ne? Das ist richtig. Ja. Was baust du denn hier Schönes? Das Hinde am Rick. Ist das schon so? Das ist sowas für, was du zu Hause hast, was du nie benutzt. Ja, so ein hübsches Ding hast du zu Hause und naja, vielleicht ja. Du bist ein beschäftigter Mann, ich weiß. Jeden Tag ein Kapo und so. Ah, okay. Der Elvis, weißt du. Ist aber eigentlich ein netter Kerl, wirklich, ehrlich. Wenn er schläft. Nee, auch so, auch wenn er wach ist. Der braucht nur genug Kaffee und frische Käppchen und so. Ja, daran liegt er nicht. Das liegt halt an dem Umgang mit den Leuten. Also die, die ich sympathisch finde, zu denen bin ich auch nett, Gudi. Ach so, also wie ein Arsch. Sagt er nein, das habe ich jetzt gesagt. Wir müssen uns erstmal näher kennenlernen. Ich traue nicht jedem, der so eine Aeroforce-Kappe auf hat. Ja. Das ist der Elvis, der hat mal hier gearbeitet. Der Elvis, ich weiß ganz genau, wie das aussehen wird. Elvis ist für die GT Masters zuständig. Ne? Fährt ja, die GT Masters fährt ja im Rahmenprogramm vom Carrera Cup, ne? Nicht andersrum. Und also, ich weiß nicht, der hängt ja nämlich dann immer schön in, bei uns im Carrera Cup rum und trinkt Kaffee, den guten Kaffee. Mhm. Ne? Genau. Ja. Naja. Also, ist ein Lieber, der Elvis. Bitte? Irgendwann muss man das Leben auch mal genießen, ja? Kann das immer nur im Dauerstress sein? Ja, eben. Deswegen bin ich ja jetzt da, mit der anständigen Kaffeekuss an der Rennstrecke. Ja, mach. Ich bin gespannt, was draus wird. Das wird ein Traum. Ja. Das wird ein Traum. Ja, Elvis, ich guck nochmal hier auf die schönen Autos. Ja, die sind gut, ne? Ja, die sind noch gut, ja. Eine Woche haben wir noch. Karosserieabteilung ist, glaube ich, ein anderes Gebäude. Ja, ja da, aber da gucken wir dann erst ab Mai vorbei. Ja, macht er. Ja, ich hoffe nicht. Okay, Jungs. Bis später, viel Spaß. Ciao. Man geht aber vom Aus. Vom ja, als, Tourenwagensport ist Kontaktsport, sage ich ja immer. Ne? Also das Auto ist Langstrecke, das Auto ist auch Langstrecke. Die sind auch jetzt am Wochenende gefahren, sehr erfolgreich. Gut unterwegs gewesen, 3 und 4, ne? Sehr gut. Und Ferrari 6, 7? Ferrari, wo sind die angekommen, Elvis? Ich glaube 7 oder 8. Okay. Aber die nachher okay, war ein bisschen Training. Ja, entspanntes Programm. Ja, aber alle Phoenix-Autos sind in den Top 10. Oh, schon geil. GT Masters-Auto steht im LKW. Das ist das Schaeffler Paravan-Auto. Quasi dieses Auto ohne Lenksäule. Ne? Alles elektronisch. Ist ein Projekt, was auch Phoenix begleitet. Ja, hier stehen unsere beiden Cup-Schätzchen. Karosserieabteilung nebenan. Da gucken wir auch noch mal rein, aber nicht heute. Und ja, es nimmt Formen an. Ne? Ihr habt gesehen, die Räder sind gelb, Autos sind soweit schon fertig. Kleinigkeiten werden jetzt noch gemacht. Und dann geht es Montag, wird alles eingeladen. Dienstag ab nach Spa-Francorchamps. Und ab Donnerstag ist da brumm brumm. Wie bereitest du dich jetzt auf Spa vor? Ich gucke sehr, sehr viele Videos tatsächlich. Also ich gucke auch. Das? Ja, also mir hilft das auf jeden Fall. Ich gucke viel Inboard-Videos von Ayanjan, von mir, aber auch andere Rennen gucke ich viel, weil du einfach, oder ich bilde mir das ein, keine Ahnung, aber du siehst einfach viel. Was passiert, wo fahren die lang, wo kannst du lang fahren, wo kannst du nicht lang fahren. Und mir hilft das auf jeden Fall. Und das mache ich wirklich jeden Tag. Und den schönen Simulator, den Elvis gerade erwähnt hat, den benutze ich natürlich auch. Wobei, da bin ich mir noch nicht so ganz bewusst, wie gut das wirklich ist für mich jetzt. Ne? Weil das mache ich ja erst seit diesem Jahr. Da bin ich noch echt in Kinderschuhen unterwegs. Deswegen momentan hänge ich noch sehr auf meinem Videofilm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Simulator-Ding wirklich richtig, richtig gut ist. Aber da werde ich mich noch reinfuchsen und sobald das vorzeigbar ist, meiner Meinung nach, werden wir da auch sehr viel machen, verspreche ich euch. Und werden natürlich auch im Simracing aktiv. Da arbeiten wir schon dran und da freue ich mich auch drauf. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Wie läuft die Fitness? Fitness läuft extrem gut. Also muss ich echt sagen, bin richtig motiviert. Das ist echt schön. Morgen früh ist wieder Programm angesagt. Radfahren. Ich würde ja gerne mit Christopher Mies fahren, aber ich glaube, der hat Angst tatsächlich.
kann ich mir auch nicht erklären. Wir waren eigentlich für heute Morgen zum Radfahren verabredet. Der ist nicht gekommen, Christopher Mies. Aber zur Not habe ich auch so eine, ich habe mir so eine kleine Carbon-Lanze besorgt. Ja, die ist so 40, 45 Zentimeter. Wenn er mich ärgert beim nächsten Mal beim Radfahren, schön in den Speichen. Der fährt lieber mit seinem prolligen Audi um die Gegend. Ja, genau. Ja, so ist der Herr Mies eben. Ne? Fährt lieber mit dem RS6 Rennrad schön hinten drin, dann wird es auch nicht dreckig. Jetzt hier beim Rumstrohmann habe ich was gesehen, was ich sehr schön finde. Und ich finde es auch schön, dass es nicht großartig thematisiert wurde, sondern wurde einfach ein schöner Aufkleber gemacht. Finde ich schön. Tolle Idee. Namen der Autos, unsere beiden Cup-Autos. Die Namen vergeben diesmal die Mechaniker. Und ich denke, im nächsten Video werden wir euch dann auch sagen, wie die Schätzchen heißen. Es gibt auf jeden Fall extrem gute Vorschläge. Ich hoffe, dass das Auto vom Ayancan einen Namen bekommt, den er auch aussprechen kann. Kann er schon mal Deutsch lernen? Ja, der kann 1, 2, 3 kann er schon. Da war er ganz beeindruckt, als ich dann gesagt habe, Bier Ike Ütsch. Wusste gar nicht, was er sagen soll. Da habe ich gesagt, so, und jetzt mal was Neues. Ja, also dem müssen wir da noch ein bisschen Deutsch beibringen. Das kriegen wir aber hin. Und müssen wir uns mal was überlegen. Frauke oder sowas. Gundula. Ah ja, stimmt. Helmthema. Oh ja, im nächsten Video. Da wird's bunt. Geile Einsendungen übrigens. Da sind richtig gute Kracher dabei. Habe mich sehr darüber gefreut. Helm wird natürlich zum ersten Rennen in Spa nicht fertig. Ist aber auch nicht so schlimm, weil jetzt nämlich kurzfristig entschieden wurde, weil die ganzen Helmlieferanten nicht liefern können. Auch ihr dürft mit den alten Helmen noch weiterfahren. Echt jetzt? Ja. Deswegen werde ich jetzt mit dem alten Helm ins Spa fahren und dann ab Oschersleben mit dem neuen, mit eurem Design. Und wie gesagt, da geht es dann im nächsten Video weiter, am Donnerstag. Dann sind wir auch schon in Spa. Heißt, wir gehen dann um die Wurst. Ne? Ich freue mich extrem drauf. Wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja. Bin gespannt. Viel Glück. Danke. Glück wünscht man nicht, viel Erfolg. Ach so, ja, danke. So ist richtig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, werden wir hier noch ein bisschen Unruhe stiften und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Tschö.